Fußorthesen. Wenn wir den Verschreibung, also Rezept an die Pflegekasse schicken, ist es immer der Fall, dass es nicht bewilligt wird. Alle 14 Tage kommt Nische Bieker zum Müttertreff von Interaktiv. Ihre älteste Tochter, heute nicht dabei, ist behindert. In der Runde geht es um Wünsche und Probleme. Wir haben natürlich auch migrantenspezifische Probleme. Und an erster Stelle kommt natürlich die Sprache. Die Sprache ist ganz wichtig, um seine Sorgen zu übermitteln, um beim Arzt oder bei den Behörden das, was man will, anzufordern. Und leider klappt das nicht bei allen Menschen. Ben Almanca öğrenmek istiyorum. Sie sagt, dass sie die deutsche Sprache unbedingt lernen möchte, für sich, für die Kinder, für ihr Kind mit Behinderung, aber auch für ihr Kind ohne Behinderung, weil sie sagt, das ist ganz wichtig, dass man die deutsche Sprache kann, auch damit sie in der Schule erfolgreich ist. Die Krankheit des Kindes verhindert den Sprachkurs. Nische Bieker kennt andere Probleme. Wenn ich mit meiner Tochter draußen laufe, sieht man mir sofort an, weil ich ein Kopftuch trage, dass ich Ausländerin bin. Und dann mit einem behinderten Kind, oh Gott, Ausländerin mit einem behinderten Kind, sieht man dann sofort, was die Leute denken über mich und meine Tochter. Viele Mütter bei Interaktiv sorgen sich darum, wie ihre behinderten Kinder später einmal leben. Deshalb hat Nische Bieker schon jetzt einen Wunsch. Ich würde ganz gerne die Welt mit den Augen von meiner Tochter sehen wollen. Einen Tag mal sehen, wie viel sie von der Umwelt mitkriegt, wie viel sie von der Familie mitkriegt. Und es kann ja auch sein, dass wir vielleicht machen, was ihr nicht so viel gefällt. Und das würde ich gerne wollen, dass einen Tag mal die Welt so sehen, wie meine Tochter es sieht. Nach einem Autounfall vor 10 Jahren wurde Igor Sanin blind. Seine Begleitung bringt ihn täglich ins Sehzentrum. Dort lernt er mit geeigneten Hilfsmitteln die deutsche Sprache. Machen Sie bitte einen Satz mit möchten. Aber und sprechen. Mit möchten. Ich möchte die Banane kaufen. Früher war Igor Sanin Bergbauingenieur in der Ukraine. Jetzt in Deutschland benötigt er gute Unterstützung. Der Sprachkurs ist sehr wichtig und dass er einen Beruf lernen kann. Die finanzielle Unterstützung ist auch sehr wichtig, damit er sich spezielle Hilfsmittel kaufen kann. Igor Sanin hat ein Ziel. Er möchte später einmal Physiotherapeut werden. Als bekennender Christ hat er aber auch noch andere Wünsche, nicht nur für sich alleine. Ich möchte eine gute Familie, meine Kinder erziehen und die Mensch Gutes tun. Ayman Musen wuchs als Palästinenser in einem Flüchtlingslager im Libanon auf. Er wurde von einer Granate schwer verwundet. Aufgrund seiner Herkunft wurde er in Deutschland als Terrorist verdächtigt. Ich habe auch so nach dem 11. September zum Beispiel ganz viel erlebt, also wo ich sagen kann, ey Leute, ich habe damit nichts zu tun. Also es hat mich genauso betroffen wie ihr alle. Und ich bin der Letzte, der irgendwie in so eine Gedanken geht. Ich habe damit nichts zu tun. Also was greift ihr mich so an und so. Der ehrenamtliche Job als Basketballtrainer bestimmt sein Leben.
Doch er hat einen anderen, großen persönlichen Wunschtraum. Mein persönlicher Wunschtraum, da habe ich viele, aber eins ist es, einmal zu erleben, das ist wirklich, es hört sich zwar irrsinnig an, aber für manche, für mich nicht, dass ich sehe, dass unsere arabischen Länder so wie in Europa wird, dass es grenzend freie Länder gibt, dass es einfach überall hinreisen, wo ich möchte, ohne dass ich da angehalten werde, nach Ausweis, nach Pass gefragt werde. Mein Name ist Begüman Akgün. Ich bin 18 Jahre alt und wohne in Deutschland, genauer gesagt hier in Berlin. Begüman Akgün hat Zeit für Kotti, jetzt nach der Arbeit im Bürobereich der Mosaikwerkstatt. Dort ist man für Gebärdensprache offen. Das hat sie aber nicht immer erlebt. Also ich muss sagen, dass es vor einiger Zeit, dass vor allem in der Schule so war, dass es bis 2008 die Lehrer vor allem eben so waren, dass sie nicht gebärden konnten. Sie hatten einfach keine Gebärdensprachkompetenz. Und ich muss sagen, das war einfach nicht, also es war nicht angemessen dem, was wir eigentlich gebraucht hätten. Und viele haben das dann eben natürlich auch relativ schnell versucht zu lernen, aber oft hat es nicht ausgereicht für die Schnelligkeit der Gebärdensprache der Schüler. Das war oft ein großes Problem und wir mussten auch viel einfach dann schriftlich kommunizieren und viel einfach dann aufschreiben, weniger mündlich lernen. Wenn sie ihrer Mutter nicht gerade beim Kochen helfen muss, trifft sie sich mit anderen tauben Freundinnen und Freunden oder chattet stundenlang. An eine eigene Familie denkt sie noch nicht. Aber verändern möchte sie sich in Zukunft schon. Also, ich bin ja jetzt in Berlin und könnte mir vorstellen, dass ich vielleicht so in 10 Jahren oder so auch mal ganz woanders hinziehe, wo es irgendwie so ein bisschen ruhiger ist, wo ich auch alleine wohne und muss natürlich gucken, wie ich das bezahlen kann und wie viele Zimmer ich mir da nehmen kann, aber vielleicht mal irgendwo ins Ruhigere ziehen. Ich glaube, das ist so ein Wunsch. Ist Koordinator der neuen interkulturellen Beratungsstelle. Sie versteht sich als erste Anlaufmöglichkeit. Dort wird in verschiedenen Sprachen beraten, weitervermittelt, aber auch begleitet. Da wissen Sie ja schon Bescheid. Aber irgendwie hat ein Bekannter erzählt, dass hier auch Arabisch gesprochen wird. In vielen Beratungen geht es um den Umgang mit Behörden. Verstehen bzw. das Beantworten von behördlichen Schreiben, in denen wir zum Teil auch übersetzen und auch unterstützend mitwirken können bei der Beantwortung. Und zum Teil sind es natürlich selbstverständlich auch Familien, die gerade für ihre behinderten Kinder nach Unterstützungsmöglichkeiten suchen. Da er selbst mit einer Behinderung lebt und eine Ausbildung als Peerberater absolviert hat, kann sich Velik Filar gut in die Probleme seiner Kundinnen und Kunden hineinversetzen. Das sieht er als einen Vorteil. Gleichzeitig meint er, dass dies auch eine Belastung sein könne, wenn zu viel von ihm erwartet wird. Wenn er einen Wunsch frei hätte, dann wäre das? Für 36 Stunden würde ich behinderte Menschen mit nicht behinderten Menschen tauschen wollen, damit die Bedürfnisse und die Belange behinderter Menschen gesehen werden. Und zum anderen auch den Menschen, die von einer Behinderung betroffen sind, auch mal den Traum zu ermöglichen, 36 Stunden gesund zu sein, mobil zu sein. Mit ihrer Behinderung lebt Seyran Kismir schon seit ihrer Geburt. Bei der Fortbewegung hilft ihr der Elektrorollstuhl, beim Sprechen ihr Kommunikationsgerät. Von 7:30 bis nachmittags um 3 arbeitet sie in der Werkstatt. Und das ist manchmal ganz schön anstrengend.
bin in der Abteilung Digitale Archivierung. Dort bearbeite ich Bilder auf dem Computer in dem Programm Photoshop. Ihre Herkunft macht ihr keine Probleme. Die Behinderung ist für Seyran Kismir eindeutig das größere Handicap. Sie ist auch gerne zu einem Einkaufsbummel unterwegs. Dabei kann es zu unerwarteten Schwierigkeiten kommen. Wenn ich draußen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, dass der Aufzug beispielsweise defekt ist. Seyran Kismir würde gerne als Übersetzerin arbeiten, vom Türkischen ins Deutsche. Sie wünscht sich deshalb, dass ich einen Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft finde, also außerhalb der Werkstatt. Mir gefällt es hier gut, doch ich will mir es beweisen. Viele Ärzte kennen sich erstmal damit nicht aus, die wissen nicht, was Fatigue ist, die wissen nicht, was hormonelle Störungen danach sind, nach Chemotherapie und Knochenmarktransplantation. Und da die mich anders ansehen wie ein normaler Mensch, und wenn ich zu denen komme mit meinen Problemen und brauche eigentlich Hilfe, die geben mir Krankenschein und sagen, dass ich trinken und gesund essen muss, was ich eigentlich permanent mache. Kosmetikerin und Sicherheitsfachfrau hat Irene Hagel ganz gelernt, aber... Ich möchte Medizin studieren. Und dafür brauche ich mein Abitur und dann möchte ich Medizin studieren. Familie Hagelgans stammt aus Russland. Die beiden Töchter Irene und Julia leben mit Behinderung. Da man Irenes Erkrankung nicht sehen kann, erlebt sie Unverständnis von Ärzten und Umwelt. Sie hat gerade geheiratet und nun wünscht sich auch ihre Schwester Julia. Heiratet. Für Julia, die heute in der Kerzenwerkstatt ist, hofft die Mutter auf eine Gesetzesänderung. Naja, Problem ist, wir haben keine Pflegestufe, aber sie braucht immer Motivation, Pflege im Alltag. Und jetzt hoffe ich, ab 1. Januar 2013 kommt Stufe 0, Pflegestufe 0 für geistigbehinderte Leute. Ich hoffe, das ist jetzt für uns auch Möglichkeiten. Hat Olga Hagelgans auch für sich selber einen großen Wunsch? Glücklich sein, das ist das Wichtigste, was ich wünsche. Mohammed Nasser ist gebürtiger Palästinenser und lebt schon lange in Berlin. Zusammen mit seiner Frau Randa Taha hat er drei Kinder. Sohn Hishan, Tochter Nura und Tochter Huda, die behindert ist. Regelmäßig muss Huda mit Medikamenten versorgt werden, egal ob zu Hause in der Wohnung oder bei einem kurzen Spaziergang. Huda kommt aus dem Arabischen und bedeutet die Ruhe und die Wegweisung. Für Mohammed Nasser war es wirklich eine Wegweisung, denn er hat den interkulturellen Väterverein Huda gegründet, der Väter mit behinderten Kindern unterstützen will. Aus eigener Erfahrung kann er sich gut in die Schwierigkeiten migrantischer Väter hineinversetzen. Ich habe das durch meine eigene Erfahrung einfach nämlich erlebt, dass migrantische Väter schon ohnehin ein Problem haben. Schwierigkeiten ganz anders als ein europäischer oder ein deutscher Papa zum Beispiel in der Gesellschaft. Und dann mit einem behindertes Kind werden dann die Probleme doppelt so schwer. Also die sind manchmal doppelt isoliert. Wenn ich mit einem Vater rede, der selber ein behindertes Kind hat, da stößt man auf ein ganz anderes Verständnis. Und das sind manchmal so Gefühlssachen, dass wenn ich mit jemandem rede, der mich versteht, doch mein Herz auch aufblüht, dass mich endlich jemand versteht oder weiß, wovon ich rede. Der ganz echte Nikolaus von früher. Aufgrund ihrer Herkunft hat Familie Nasser schon häufig Diskriminierungen erlebt. Also das erste war ja im Krankenhäuser.
die Diskriminierung, seitdem meine Frau Kopftuch getragen hat, dass sie einfach anders behandelt worden ist, dass sie öfters ignoriert worden ist und dass wir wirklich zeitweise total auf uns gestellt waren, obwohl wir in einer Klinik waren. Die anderen Diskriminierungen kamen dann auf die Seite von den Pflegediensten, wenn man Pflegedienst in Anspruch genommen hat, dass sie denn die Familien in ihren Not und Sorge und Angst für blöd halten und dementsprechend auch so behandeln. Mohammed Nasser wünscht anderen Vätern Mut, zu ihren behinderten Kindern zu stehen. Und für sich? Mein persönlicher Wunsch ist natürlich, dass meine Kinder alle drei ganz langsam lange groß und stark werden und dass meine Maus auch schmerzfrei erlebt. Das sind natürlich die ersten Wünsche. Natürlich gibt es auch andere Wünsche, aber durch die Krankheit von Huda haben sich die Wünsche mehr auf Gesundheit beschränkt, dass man gesund bleibt und dass hoffentlich irgendwann bald mehr Toleranz und Akzeptanz für Familien mit behinderten Kindern gibt.